Welcome back, fancy people, zu einer neuen Aufnahme zur Blacktail Requiem. Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Der Papst? Eure Eminenz? Hallo. Oh, hallo. Mit kirchlichen Würdenträgern hatten wir es letztes Jahr mal schon zu tun im Vorgänger. Der Typ war einfach nur widerlich und komplett durchgeknallt. Ist das da hinten Perö? Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht Danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Amen heißt nicht Danke, ja. Aber warum nicht? Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Toll, jetzt sind die auch schon hier. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Psst. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Okay, jetzt können wir. Uiuiui. Hätte echt böse ins Auge gehen können. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen unentdeckt bleiben, am besten. Und uns nicht in Kämpfe stürzen. Sucht sie! Oh nein, schnell! Wow! Ah, Scheiße. Amicia. Sterb, wir müssen weg. Ja. Igo ist super tapfer. Auch wenn er gestürzt ist. Deine Hand. Du blutest wieder. Gott. Hinterher. Amicia. Tötet sie sofort. Wir müssen weg. Ja.
Wir müssen weiter. Ich kann nicht rennen. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein? Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Okay, ich wollte an die Werkbank, aber anscheinend geht das nicht. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich... Ich geh doch nochmal nach draußen. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Gut, dann an die Arbeit. Die Armbrust könnte ich verbessern, aber mir fehlen leider nicht genug. Mir fehlen leider Materialien, hab nicht genug. Flexibler Wurfarm. Wird für den Wurfarm der Armbrust ein weicheres Metall gewählt, kann Amicia deutlich schneller nachladen. Oh, das will ich, aber ich habe leider nicht genug Materialien. Verdammt. Okay, und da hoch komme ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht wie. Vielleicht geht es von hier aus. Hier wird gespeichert, das ist sehr gut. Ich gehe mal nach rechts. Kümmer dich drum, Hugo. Alles klar. Okay, dann öffnet er die Tür von der anderen Seite. Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Ist offen. Gut gemacht. Sind das die Soldaten aus der Stadt? Ja. Aber sie waren nett. Sie wirkten nett, sind sie aber nicht, glaub mir. Okay, dann könnte ich jetzt nochmal runter, zur Werkbank. Nur mal gucken, ob ich die Armbrust vielleicht jetzt doch verwerten kann. Aufwerten kann. Reicht das? Reicht leider noch nicht. Schade. Okay. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Echo, halte Steuerkreuz nach unten gedrückt, um eine Verbindung zwischen Hugo und den Ratten herzustellen. Ja, ich sehe sie. Das ist ein Echolot. Soldaten. Moment, wie die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Okay, es sind insgesamt 4. Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Ich habe keine Munition für die Armbrust mehr. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Versteckt euch ruhig, aber ich finde euch. Eine Tür da oben. Hä?
Nee. Okay. Da kommt wieder einer. Ist noch ein bisschen weiter weg, aber jetzt kommt er näher. Scheiße. Oh, 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 oh. Shit. Was? Warte. Da versteckt ihr euch also. Wir sind hier drüben. Ihnen nach. Oh nein. Eindringlinge, sie verstecken sich dahinter. Hat so lange gedauert, ich konnte nicht werfen. Sau schwer, weil die Gegner halt echt die ganze Zeit nur am Patrouillieren sind. Und es ist alles super eng. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Die Gegner sind vor allem auch wesentlich aufmerksamer als vorher noch. Jetzt kann ich. Come on, ey. Eine Tür da oben. Kommt mit! Hier sind Unruhestifter! Amicia, mir geht's gut. Die Ratten, Hugo, sind sie eine Bedrohung? Kommen sie! Nein, nur sind sie. Die, verdammt! Messer. Vergessen wir das Ganze. Okay, der läuft da lang. So. Der kommt von dort. Ey. Okay, da kommt er. Aber was jetzt?
Wo lang? Der da auf dem Boden rum. Wollt ihr euch verstecken? Sie sind hier! Ich sehe sie! Sie haben uns gesehen! Ich hab noch mehr. Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Oh nein! Tötet das denn jetzt? Weil es hieß doch, dass ich mit einem Topf einen töten kann. Endlich! Sie kommen! Ich weiß. Ja, hat mit dem Schleichen wohl nicht so gut geklappt. Dann muss ich sie also alle töten. Ich habe sogar noch einen Bolzen, um mich zu verteidigen. Warte mal kurz, bis das Feuer sich ein bisschen gelegt hat. Dann kann ich die Leichen plündern. Oh, guck mal, die sind wirklich verbrannt danach. Übel. Da hinten ist noch eine Kiste. Keiner mehr hier? Echt? Was ist mit dem Typen da hinten? Achso, der kam gerade. Dann ist der Loot wohl jetzt mein. Achso, das hätte ich sogar auch anzünden können, indem ich die Leute wahrscheinlich hier hinlocke irgendwie. Und dann... dass sie brennen. Unkscher freigeschaltet, Alchemist. Na gut, das war's jetzt erstmal. Dann raus hier. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Such die Gegend ab! Fang diese Hexe! Sie geben nicht auf. Das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Na geil. Der macht Helme auf, das ist ein bisschen doof. Lass mal die Lage checken.
Da oben steht einer, der vor uns, dann sind noch zwei da hinten und da hinten noch einer. Hinter uns ist niemand, okay. Ui. Was war das gerade? Ich habe ihn mit dem Topf getroffen, er hätte eigentlich sterben sollen und dann bin ich tot? Why? Ich könnte auch links lang, indem ich erstmal den Typen da erledige. Den Bogenschützen. Hier sind wir erstmal sicher. Okay. Komm nur zu der Kiste, weiter komme ich nicht. Das heißt, ich muss wohl oder übel zurück. Den könnte ich mit der Steinschleuder töten. Habe ich noch den Bolzen? Nee. Ich Idiot, habe ihn verschossen. Wir sind fast da, Amicia. Da oben ist noch eine große Kiste, die hätte ich gerne. Okay, ihn könnte ich dann erledigen. Eine Gefahr weniger. Wir haben ihn hier. Gut, dann die zwei und einen da hinten. Alle 30 da sammeln, wäre natürlich ein Multikill möglich. Wenn ich das hier vorher werfe, dann den Topf mit Ignifer. Zweitlos! Sie haben uns!
sitzen in der Falle. Oh shit, noch mehr. Nö, komm schon. Schnell. Da war noch eine Kiste, die ich hätte looten können, aber keine Zeit. Wir. Oh. Nein. Oh. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein. Wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Geil. Bewusstsein wurde erweitert. Leichtfüßigkeit. Amicia bewegt sich leiser und wird von Gegnern nicht so schnell bemerkt. Jawohl. Als nächstes wäre Gewandtheit. Dank eines besseren Gleichgewichts bewegt sich Amicia geduckt schneller. Ja, das will ich. Ja, bald. Vom Rest weiß man noch nicht. Das habe ich jetzt neu. Durch Optimierung ihrer Alchemie kann Amicia bei der Herstellung von alchemistischer Munition eine Ressource sparen. Als nächstes wäre Materialspaltung. Durch sorgfältige Arbeit erhält Amicia bei der Herstellung alchemistischer Munition Material zurück. Ah, voll gut. Wird irgendwas aufwerten, ist nicht drin. Leider. Dafür reicht's nicht. Ja, wir sind jetzt erstmal in Sicherheit. Aber ja, tut mir leid um die große Kiste, aber es ging halt nicht anders. Alle zu töten, hätte ich nicht geschafft. Dafür reicht's einfach nicht. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Scheinen wir sicher zu sein. So sehr lauter. Tote. Und Ratten wahrscheinlich. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Oh nein, Soldaten. Nein, nein. Dann ist jetzt bewusstlos. Amicia, wach auf. Sie sind auch hier. Nein, sie sehen uns. Was soll ich tun? Ah, Amicia. Was? Du kannst die Horde mit linken Stick bewegen und mit rechten Sticker die Richtung vorgeben. Ach, Licht. Stimmt, sie können ja klettern. Die Perspektive ist ja geil. Das ist ja super geil gemacht. Was? War das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir gut? Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Oh, was? Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht. Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Haben wir jetzt wieder Imperium? Ja. Imperium.
Hugo kann jetzt eine Rattenhorde kontrollieren. Halte den Rechtsstick nach unten gedrückt, um eine Verbindung zu den Ratten herzustellen. Ziele auf eine Rattenhorde und drücke den rechten Trigger, um die Kontrolle zu übernehmen. Warte, ich konzentriere mich. Okay, jetzt wieder. Warte, was ist los? Aber es ist halt so geil, dass wir aus der Sicht der Ratten jetzt hier irgendwie die Kontrolle übernehmen. So, geschafft. Was war das? Die große Superpower, Imperium ist zurück. Hast du wirklich? Ja, kannst du aufstehen? Ich muss. Ruhig. Los, gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja, ich darf sie benutzen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Ja, ich meine, das konnte er vorher auch schon gegen Ende des vorherigen Spiels. In A Plague Tale Innocence. Aber jetzt sind die Ratten hier überall. Das heißt, ich muss sie leider erstmal loswerden wieder. So, Ignifer. Ah, nicht mit dem Topf. Mit der Schleuder lieber. Aber wenn ich A gedrückt habe, kann ich Ignifer auch herstellen. Sehe ich da unten gerade, unten rechts. Und dann nach oben kann ich wechseln. Interessant. Okay, das habe ich. Das habe ich vorher nicht gecheckt, wie das funktioniert. Wie kriege ich die jetzt da weg? Topf mit Ingefahr vielleicht? Ich denke mal, das sollte erstmal kurz ausreichen. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Ich habe jetzt keinen Topf mehr. Beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Okay, was jetzt? Ich hätte noch eine Möglichkeit, die Ratten abzuwehren. So als Last Chance, aber überlege gerade, wie ich hier sonst durchkomme. Ich kann sie halt nicht weglocken, oder geht das? Was nun? Ich könnte Teer nehmen. Das bringt halt gar nichts. Hier hoch geht halt auch nicht. Ich habe auch keinen Stock, kein gar nichts. Ich kann sie nur nehmen, um anzugreifen, aber nicht, um sie wegzulocken, oder? Wir kommen nur mit Feuer durch. Na, das funktioniert irgendwie nicht. Tja, was jetzt? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl.
What? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Sollte ich vielleicht erstmal von hier oben die Lage auschecken? Ich habe halt nur einen Topf, ansonsten war's das halt. Hä? Was macht sie da? Achso, ich habe keinen Ignifer. So, jetzt. Okay, das sind die Ratten, die die Leute gefressen haben oder fressen. Okay, weg hier. Mir ist kalt. Muss mich schneller bewegen. Ja, das hält dich warm. Okay, verbessern geht leider nichts. Nicht genug Materialien und ich sehe hier auch keine. Wir haben hier zwei Türen, komischerweise. Hier können wir hoch. Ich gehe mal kurz nach oben. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ein Stück Stoff, der ist neu. Ah, okay. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist mir den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Neue Erinnerung. Welche Farbe? Okay, für was anderes war das hier nicht gut. Nichts. War da gut, der Raum? Okay. Dann haben wir die Erinnerung noch mitgenommen und gehen jetzt weiter. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Okay. Der läuft da hinten lang. Wir gehen erstmal in die Hütte. Vielleicht ist es erstmal dort sicher. Amicia, die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Die Ratten mögen es, wenn ich sie benutze. Das klingt irgendwie falsch. Was sind die Ratten denn? Da drin. Amicia, da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Sollen wir das wirklich tun? Benutz sie. Ja, ich bring uns da durch.
Sie haben Fackeln. Wir sind Legion. Was jetzt, Amicia? Ah! Ich hab doch noch ein Messer. Sind die Ratten hin? Nicht, dass die Ratten dann auf mich losgehen. Der Peter ist voll. Da sind die Ratten. Ich könnte natürlich die Fackeln löschen und dann die Ratten hier kontrollieren. Da kommen die Ratten schon, oder? Hä, warum laufen die an dem vorbei? Weg. Kann ich die, die da fressen, nicht kontrollieren? Nee, anscheinend geht das nicht. Kommt nicht ungeschoren davon! Nee, es geht irgendwie nicht. Ich hätte noch einen Topf, den ich nutzen könnte mit Ignifer. Das wäre so meine einzige Möglichkeit, ihn zu töten. Hier lang. Sie kommen! Jetzt brennt hier nämlich alles, deswegen lieber rausgehen. Okay, haben wir noch eine Kiste? Kiste! Die Arbeiter sind alle tot. Das war's nicht du. Ich weiß, aber es hört nie auf. It never ends. Okay. Sie geht nicht auf. Gibt es einen anderen Eingang? Ja. Von der anderen Seite aus. Thank you.
kommen wir denn da durch? Es ist nur darum, sich zu verstecken. Aber können wir Igo befehligen, da durchzukriechen? Ach nein, mit der Schleuder. Hier. Ja, da ist bestimmt was Nützliches drin. Ich denke doch. Das schnappen wir uns noch, bevor wir die Folge dann beenden, beziehungsweise zum nächsten Checkpoint dann erstmal gleich gehen. Vielleicht wird ja auch schon hier gespeichert. Ja, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, deswegen. Wir haben Opfer! Sucht alles ab! Ach du Scheiße. Augen auf, Männer! So, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Bleib weg! Ja, super. Mache ich jetzt mit ihm. Wen haben wir denn da? Wir haben uns. Dann weg hier. Wir haben es wirklich geschafft. Aber um Haaresbreite, du. What? Okay, Bossfight, aber hier wird gespeichert. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von A Plague Tale Requiem. Hugo hat wieder Imperium. Das heißt, wir können wieder die Ratten kontrollieren, was uns mehr oder weniger hilft. Leider machen die Ratten nicht mehr um uns einen großen Bogen, so wie es gegen Ende des Vorgängers war. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, diese mächtige Rattenarmee gegen unsere Feinde einzusetzen. Mal sehen, wie uns das noch nützlich sein wird im Laufe des Spiels. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei A Plague Tale Requiem.